Hallo und herzlich willkommen zu Mario und Ralle Entertainment. Heute pauschal aktiv der Ralle am Start mit dem neuen Gameplay, mit dem neuen Commentary hier auf unserem Kanal. Ein paar kleine Themen würde ich gerne jetzt hier mal ansprechen, weil ja zurzeit auch keine Tieffolgen mehr kommen und so weiter und so weiter. Und aber erstmal von vornherein danke an 500 Abonnenten hier auf Mare und Ralle Entertainment. Ist der Wahnsinn. Ihr seid doch so verrückt, ihr Leute. Und ich weiß gar nicht. Ich habe mit Mare eine Wette gemacht, dass wir bis Ende dieses Jahres es schaffen, die 500 Abonnenten. Oder das habe ich mir vorgenommen, dass wir dieses Mal das schaffen. Und jetzt, wir haben März und haben schon gepackt. Jetzt könnten wir eigentlich schon, der Mare und ich, eine neue Wette machen. Aber die wird natürlich intern geplaudert. Und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht auch noch schaffen. Da kommt natürlich ein neues Commentary wieder, wenn wir das jetzt echt schaffen. Und ja, jetzt zu Mare schnell, weil keine Tieffolgen mehr kommen. Ja, ist scheiße. Ich warte auch schon die ganze Zeit gespannt auf die Tieffolgen. Aber bei Mare hat sich ein kleines Problemchen eingeschlichen, denn sein Internet funktioniert nicht und wir wissen nicht, an was es liegt. Wir haben einen neuen Router gekauft, wir haben den Techniker geholt, oder er hat den Techniker geholt, und es hat nichts funktioniert. Und am Dienstag kommt jetzt nochmal der Techniker und schaut, an was es liegen könnte an seiner Leitung. Auf jeden Fall, sobald das Internet vom Mare wieder geht, wird hier auf unserem Kanal wieder Tieffolgen laufen. Ja, warum rede ich jetzt gerade so? Denn ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir hoffen auch, dass das Internet so schnell wie möglich wieder geht, weil es kommen ja jetzt dann etliche Let's Plays von Mare, also zum Beispiel jetzt Watch Dog und Wolfenstein, die kommen ja in 2 Monaten. Und falls dein Internet da immer noch nicht geht, müssen wir uns überlegen, ob wir das irgendwie handhaben, dass ich die mache, oder dass wir, ja, so, dass es bei mir aufnimmt, oder irgendwie, dass wir das irgendwie anders machen. Weil wir würden es schon gerne let's playen. Zumindest der Mario würde es gerne let's playen, aber wenn es nicht geht, dann müssen wir das machen, dass es bei mir irgendwie funktioniert. Dann muss er halt bei mir rumhocken und aufnehmen, und dann muss ich halt hochladen. Das muss halt dann sein. Er muss halt seinen Arsch mal in Bewegung setzen und zu mir kommen. Nein, es war jetzt nicht so. Und wir sind ja gute Freunde, und ich habe ja auch oft jetzt lang genug bei ihm aufgenommen. Wir haben ja ein Studio bei ihm gehabt. Und jetzt habe ich ja sozusagen mein kleines eigenes Studio. Mario und Ralle trennen sich nicht, keine Angst. Aber da könnten wir zum Beispiel jetzt bei der GTA-Folgen, können wir ja aus 2 Sichten aufnehmen, und geschnitten wird bei Mare. Weil wir müssen ja zusammenhalten, und es ist natürlich lustiger, wenn wir so zusammenschneiden. Ja, jetzt komme ich noch zu dem Gameplay, was ich hier habe. Ich habe hier ein Ghost-Gameplay auf der Xbox gespielt. Ich weiß, es ist nicht gerade so der Überscore. Ich glaube, es endet mit 36-12 oder so. Es war einer meiner ersten Spiele auf der Xbox. Und ich weiß gar nicht, was die Leute haben auf der Xbox. Ghost zu spielen ist doch eigentlich ziemlich easy. Also, wenn man es jetzt so sieht. 36-12, ich glaube, das war das dritte oder vierte Spiel bei mir jetzt. Ich finde, auf der PS3 sind ein bisschen mehr Leute, die wo schimmeln. Also mehr Leute, die wo im Eck hocken und so. Das ist bei der Xbox nicht, die laufen alle rum. Und ja, jetzt zu der neuen Waffe. Weil ich habe mir jetzt extra, es hört sich jetzt dumm an, aber ich habe mir jetzt extra Ghost geholt, dass ich die Ripper vorher testen kann, und die ganzen DLCs, was vorher kommen, kann ich ja vorher schon testen, weil die Xbox es ja früher bekommt. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, komm, Ralle, du brauchst Ghost auf der Xbox One. Ich habe mir dazu ja auch noch einen neuen Controller gekauft, den kriege ich aber erst nächste Woche. Dann schauen wir mal da, was ich da für Gameplays reinhaue. Auf jeden Fall, jetzt komme ich mal zu dem Thema, wo ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich will jetzt probieren, dass ich jeden Sonntag irgendwie so ein Commentary mache, oder ein Live-Commentary, ich weiß nicht, Live-Stream-Commentary, irgendwie sowas. Mit Facecam bei Live-Commentary oder so.
Und aber das ist das Problem jetzt, wenn ich ein normales Commentary mache, ich brauche natürlich auch Themen. Ich will mir jetzt da nicht so sinnlose eigene Themen einfallen lassen, weil die hört ja jeder Zweite und ich habe mir gedacht, ihr schreibt es einfach mal in die Kommentare, über was ich hier babbeln soll. Ich informiere mich natürlich jetzt dann auch, wenn ihr jetzt irgendwas schreibt über zum Beispiel HIV oder was soll ich da sagen jetzt? Was ist ein gutes Thema? Irgendein zum Beispiel ein Computergerät oder sowas, da kenne ich mich ja nicht so gut aus. Da muss ich mich halt erstmal informieren. Aber ich probiere es natürlich jeden Sonntag rauszuhauen. Und ja, schreibt es mal fleißig in die Kommentare oder über ein Spiel, dass ich da einen Commentary mache. Über zum Beispiel jetzt meine Meinung über The Last of Us oder irgendwie sowas. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare, über was ich labern soll. Das stört mich echt. Das stört ich jetzt. Was, wie soll ich das sagen? Das stört mich jetzt echt. Wundern, wenn jetzt da irgendwie keiner einen Kommentar drunter schreibt und sagt zum Beispiel, oder über, es ist ja so das Highlight zur Zeit, über Frauen oder über Jungs, Sexualität oder sowas, über sowas, ihr könnt es mir gerne alles schreiben, ich probiere mich da dann extrem gut zu Entschuldigung, informieren und schau dann auch mal, dass ich das auch gut hinbekomme und schreibe es echt fleißig in die Kommentare. Was ich noch dazu sagen wollte, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, wegen den T-Folgen, ihr könnt es auch bei Facebook, Entschuldigung, ich habe gerade den Killern schauen müssen, ich habe gerade bei Facebook, habe ich das ja schon hingeschrieben, also falls ihr uns noch nicht bei Facebook geliked habt, könnt ihr jetzt hier das gerne machen, einfach Mario und Ralle Entertainment eingeben, dann kommt unsere Seite schon, dann einfach auf Gefällt mir drücken und dann entfällt euch. Nix, alles, der neueste Stand kommt hier, wird hier reingeschrieben. Ihr könnt uns auch gerne über Facebook schreiben. Ihr könnt uns auch da die Themen schreiben. Und ja, jetzt das Gameplay endet gleich. Und was soll ich dazu sagen noch? Da, das ist übrigens die Ripper. Also, ich finde die Waffe, ich finde sie schon irgendwie genial. Auf einer Hinsicht irgendwie komplett schwachsinnig. Aiming fail für den Arsch. Entschuldigung, ich muss gerade noch auf das Gameplay eingehen. Das ist doch total für den Arsch hier. Seht ihr mal auf der Xbox, was hier abgeht? Nix. Pauschal aktiv mal nix. Und ja, das Gameplay endet jetzt gleich hier. Kill, kill. Und gleich mache ich die letzten zwei Kills ohne Scarf-Controller. Und ich verabschiede mich hiermit und sage mal was ganz Neues. Tschüss, schönen Tag noch.